Es war einmal in einer weit, weit entfernten Redaktion, in der einst zwei schwitzige Typen sich an Spielejournalismus probierten und sich entschieden, einmal im Monat unter Scheinwerfern durchgaren zu lassen. Und, ach, lassen wir das. Hallo Dri und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Play.exe. Wir sind hier, um euch mit unnützem Wissen zu beschallen. Das wären einmal ich und der Typ da. Ja, Hallöchen. So, jetzt wo wir mit der Märchenstunde angefangen haben quasi, möchte ich auch eine kleine Anekdote von mir erzählen. Ich war letztens auf einem Konzert, habe neben einer recht attraktiven jungen Dame gestanden. Wir haben halt die Musik gehört, haben ein bisschen mitgesungen, ich kannte die Texte nicht. Kommt plötzlich so ein riesiger Fleischberg an, redet mit der Dame, sie wird so, als wäre das Ganze unangenehm für sie, aber er lässt sie dann irgendwann in Ruhe. So 10 Sekunden steht er dann vor uns, wortlos. Er steht auch halt mit dem Rücken zur Bühne, starrt uns quasi an, geht dann weg und kommt dann aber vor mich und berührt mich an meinen Nippeln. Ich weiß nach wie vor nicht, was der Plan von ihm war. Ich weiß nach wie vor nicht, warum das passiert ist. Und ich weiß nach wie vor nicht, wie ich mir das erklären soll. Aber es ist passiert. Ich bin verstört. Ich auch, danke. So viel zu meinem persönlichen Leben, falls es dir irgendwie interessiert. Okay, dann mal, ja. Wie ihr sicher heute mitbekommen habt von der Einleitung her, geht es heute um Geschichten. Oder in dem Fall um Spiele, die unsere Emotionen förmlich perforiert haben oder in der so gut und lustig geschriebene Charaktere vorkommen, dass wir förmlich mit ihnen eine WG beziehen wollen würden. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe die Art von Spiel gespielt. Ich komme nicht allzu gut mit Existenzialismus, klar, müsst ihr wissen. Ich lag dann halt irgendwann in Embryonalstellung in meinem Bett und habe meine Lebensentscheidung hinterfragt, auf jeden Fall. Okay, aber erstmal kommen wir zu meinem Spiel und da kann ich nur sagen, war es natürlich ähnlich kultiviert und es ist gefüllt mit Charakteren, die wirklich sehr eloquente Ausdrucksweisen haben. Ja, ich würde mal sagen, Film ab. Units to the Hellraiser who kills these so-called Guardians of the Galaxy. We got this. Wer kennt sie nicht, die herrlich bunte Truppe von Chaoten mit den Mitgliedern Groot, Drax, Rocket, Gamora, diesen neuen Mitglied hier, und Star-Lord. Vor ein paar Jahren im Mainstream angekommen durch die Filme, mancher Nerd gönnt sich auch die Comics oder eine der Comicserien, so wie ich. Warum trägst du eine Schürze? Heldentaten kosten offenbar sehr viel mehr als Zerstörung. Und jetzt auch als Spiel. Natürlich gab es noch das Telltale-Game, aber das war halt bei weitem nicht so pompös wie das neueste Guardians-Game, was Oktober 2021 released wurde. Und meine Wahl für das Thema Story Games fiel auf dieses Spiel, da ich, nun ja, auch wenn es vermutlich sehr subjektiv ist, mich an kein Spiel der letzten 10 Jahre erinnern kann, was mich so gehuckt hat. Welches aus dem AAA-Bereich kommt und storyfokussiert ist, PlayStation Exclusive Games mal ausgenommen. Das Game beginnt wie zu erwarten mit richtig geiler Mucke von Star-Lord, einer Heavy-Metal-Band, die ich ebenfalls seit meiner Jugend liebe. Ach, was laber ich da, ich wünschte, die Band hätte existiert, als ich jünger war. Aber das tut sie nicht. Nur um euch zu verdeutlichen, wie viel Liebe in der Story steckt, beruht der Name von Peter als Star-Lord eben auf dieser Band im Spiel, die er seit seiner Kindheit vergöttert. Welche nur für dieses Spiel fiktiv ins Leben gerufen wurde, von Musikern Eidos Montreal. Und sie haben ein ganzes verdammtes Album komponiert, mit 10 verdammten Songs, von denen jedes einfach nur schallert. Natürlich gibt es Guardians typisch noch eine gigantische Playlist mit Hits alter Tage, wie Mötley Crüe oder Blue Oyster Cult? Ich konnte sie noch nie aussprechen. Aber genug der Lobhudelei, was die Musik betrifft. Ein Storygame sollte natürlich auch gut aussehen. Ich kann förmlich die Poren auf Drax muskelbepackten Körper beim Hinsehen spüren. Einigen wird auch aufgefallen sein, dass die Guardians in diesem Spiel nicht ganz der Filmvorlage entsprechen, sondern bis auf der Frisur von Star-Lord stark an den Comics orientiert sind. Wobei der Charakter der Guardians eine Mischung aus Comics und Film ist und das Beste von beiden mitnimmt, aber dazu später mehr. In der Story versprüht der Stil schon seinen Charme, besonders die Details, welche für mich viel von einem Storyspiel ausmachen, um eine glaubwürdige Atmosphäre zu erschaffen und die Immersion zu fördern. Ich meine, schaut euch doch nur mal diese Details of Nowhere an.
Nicht ganz so detailliert ist das Kampfsystem. Dafür wurden die Ressourcen immens umgelagert auf Story und Dialoge. Ich meine, das Spiel hat einfach mal circa doppelt so viel Dialog wie das neueste Uncharted. Und das ist für ein lineares Storygame schon eine Hausnummer. Wenn man überlegt, dass es auch einige Entscheidungen gibt, die viele andere Wege oder Szenen aufzeigen und für Wiederspielwert sorgen können, auch wenn es speziell auf das Ende bezogen keine entscheidenden Änderungen gibt, wie in einem Dragon Age oder Mass Effect. Der verdammten Armee von Robotern und hirntoten Gläubigen, der wir eben gerade noch entkommen sind. Wenn ich schon bei Dialogen bin, ich glaube, ich wurde in kaum einem Spiel bisher so viel vollgequatscht wie in diesem. Und ich liebe es. Barkeeper, kriege ich einen Cocktailspieß? Ich muss meine Ohren abmurksen. Auch wenn ich oft das Gefühl hatte, coole Sprüche verpasst zu haben bei dieser Flut an Gesprächen. Die Dialoge sind so schön und menschlich, dass ich dauerhaft an den Lippen der Guardians hing und immer wieder mit einem lustigen Spruch oder einer wichtigen Anekdote der Charaktere belohnt wurde. Ich bin gut. Ich hab dich auch lieb, du selbstlose Sojasprosse. Ob nun scharfe Seitenhiebe von Rocket, den Streitereien zwischen Gamora und Drax, den doofen Sprüchen von Peter oder den weisen, eloquenten Aussagen von Groot. Es kommt keiner der Charaktere zu kurz und das ist das größte Herzstück dieser Story. Denn jeder aus der Truppe, besonders Groot natürlich, sind wirklich gut geschrieben und machen unheimlich Spaß. Besonders für Leute, die es im O-Ton spielen, wobei sich die deutsche Synchro wirklich nicht verstecken braucht. Groot ist einfach der liebe Riese, wie wir ihn kennen, der seine wahre Power bis zuletzt zurückhält, aber die Gruppe mit seinen liebevollen Wurzeln zusammenhält und Rockets cholerische Art versucht abzukühlen. Ich bin Groot. Das war jetzt ein bisschen rührselig von Groot, aber ich schließe mich dem mal an. Wir sind ein Team. Ja, Rocket, dessen Charakter oft haariger ist als er selbst. Aber auch dieser Charakter hat eine verstörende und traurige Vergangenheit, welche beleuchtet wird, wodurch sich auch Schwächen ergeben, wie Rockets Angst vor Wasser. Nein, niemals! Auf keinen verfragten Fall! So nass sieht es gar nicht aus! Diese Gruppe Außerirdischer ist erstaunlich menschlich. Gamora betrauert die Vergangenheit, was sich sichtlich in ihren Handlungen widerspiegelt. Sie ist ein Weltraum-Ninja mit Herz, die nicht möchte, dass andere das gleiche leiden, wie sie erleben müssen, und versucht mit jeder ihrer Handlungen Buße zu tun. Allerdings möchte ich zwei größere Story-Schnipsel präsentieren, angefangen bei Drax. Die meiste Zeit sieht man ihn nur als kriegerischen Grobian oder Berserker, der nicht gerade das taktische Genie der Truppe ist. Aber auch er hat versteckte Charaktereigenschaften und Erfahrungen. In einem Moment erlegt er ein Monster und im Schiff trägt er eine Brille und liest. Doch Drax wurde im Kampf korrumpiert und steht nun unter dem Einfluss dieser geheimen bösen Macht, wodurch er in einem ewigen, bitteren, süßen Traum gefangen ist, in der seine Familie noch lebt und Thanos nicht zum Opfer fiel. Und als wir dann am Ziel angelangen und Drax retten, erschließt sich diese Szene, bei der ich natürlich nicht weinen musste, aber ihr vielleicht. Ich halte, was wir hatten, in Ehren. Und gräme mich nicht ob des Verlorenen. Ich liebe und ich verehre euch beide. Jetzt und für immer. Okay, jetzt aber mal wieder weg von der Tragik zu etwas Schöneren, meinem Lieblingscharakter. Adam Warlock. Fun Fact, welcher auch im kommenden Guardians vorkommen wird. Nun ja, wenn einige bei mir immer sagen, ich hätte einen Clown gefrühstückt, hat er einfach mal einen Shakespeare gefuttert. Mit der Verehrung der Gefolgschaft formte sich in mir finstere Freude. Und in den Schatten sprach sie: Weiche Welpen, perverse Predigt, dumme Duckmäuser, fertig zum Festschmaus. Ach ja, ich habe eine Schwäche für bedeutungsschwangeres Geblubber. Vor allem gefällt mir, dass Adam und Peter eine ähnliche Dynamik haben wie Thor und Peter in den Filmen. Und wo wir gerade bei Peter sind, würde ich gerne noch etwas zu ihm und der Hauptstory sagen. In dieser Version nicht Sohn von Ego, sondern väterlicher Seite aus der Königsfamilie von Spartax stammt, wodurch seine Wummen keine stumpfen Blaster sind, sondern die Elemente beherbergen, wie Feuer oder Blitze. Solltet ihr mehr über diese Version von Peter wissen wollen, lege ich euch die Serie oder die Comics ans Herz. Peter hat in dieser Geschichte vom Spiel durch einen sehr ausufernden One-Night-Stand
eine Ereigniskette losgetreten, die ihn nach dieser langen Zeit einholt. Oh, wow! Lach nicht! Nein, nein! Ich find's cool! Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Und in diesem Mittelpunkt steht Nikki. Sie ist schroff, aber auch erfinderisch und ihr Charakter birgt ein paar Geheimnisse, welche ich nicht alle spoilern möchte. Aber Peter, ein Weiße, der kaum selbst durchs Leben kam, ist nun ihre einzige Bezugsperson, wodurch sich ein handsome Verhältnis entspinnt und eine Rettungsgeschichte aufbaut, bei der Gamora immer wieder verhindern möchte, dass sich ihre Geschichte wiederholt und dieses Mädchen einfach noch Kind bleiben darf. Dadurch entwickelt sich nicht nur eine lustige, sondern auch sehr herzerwärmende Schnitzeljagd durch die Galaxie. Und auch wenn es noch viel zu erzählen gäbe, möchte ich doch lieber einen Schlussstrich ziehen und euch ermutigen, es zu zocken. Klar habe ich einiges gespoilert, aber glaubt mir, es gibt noch einige Überraschungen, die ich euch vorenthalten habe und noch zigtausend Dialoge. Denn die Story ist wirklich lang, also hoffe ich, dass ihr auch in den Genuss einer der besten Versionen von vielen Varianten der Guardians kommen werdet. Geh voran, Freund. Nein, nach dir. Nicht nötig, ich insistiere. Nein, ich insistiere. Bursche, bitte. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser Fortkommen. Und genau deswegen sollst du vorgehen. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr wurdet gut mit lustigen Sprüchen und feiner Musik Bescheid. Damit wären wir jetzt zurück zu unserem chilligeren Part, und zwar unserem Mikro-Stammtisch. Und wir quatschen ein bisschen, ja, über das Thema Cyberpunk. Ich würde mal an dich abgeben. Für uns beide ist es nämlich tatsächlich so ein bisschen Back to the Roots. Das ist so das originale Thema, über das wir uns immer unterhalten haben, gerade nach Release. Da haben wir stundenlang über dieses Spiel gesprochen. Es kam gerade, soweit ich weiß, eins der letzten Free Updates, eins der größten auf jeden Fall. Die Edgerunner-Serie ist gerade rausgekommen, die gut sein soll, die ich aber noch nicht gesehen habe. Aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten. Und für mich ist es zumindest so ein bisschen so, ich muss ehrlich sein, egal was jetzt in diesem Update war, es kann sein, dass es das beste Update ever ist, bin ich ehrlich, möglich ist es. Aber das rettet für mich diese Spiele konsequent einfach nicht. Das größte Problem noch mit, weil du gerade von dem Update geredet hast, es ist einfach ein Problem aus dem Grund, weil allein für die Leute, die jetzt mit Old Gen sich das Spiel gekauft haben, natürlich so oder so schon eine Tortur erlebt haben, weil es einfach absolut nicht flüssig lief oder gar nicht. Gar nicht wohl eher, ja. Kommt jetzt auch noch so eine Schelle dazu, dass gesagt wird, ja, die eine, auch noch das Ding, es ist nur eine einzige Erweiterung, keine weitere, wie es anfangs geplant war, sogar noch mit Multiplayer und was weiß ich nicht alles. Es kommt nur eine einzige Erweiterung und alle Verbesserungen, die jetzt mit dem letzten Update kamen, sind durchgehend nur für Next Generation. Das heißt, du hast damals für ein Spiel bezahlt, was nicht auf der Konsole funktioniert hat oder schlecht. Und jetzt kannst du es nicht einmal zu Ende oder fertig spielen, weil alles andere nicht abrufbar ist für dich. Also ich kann natürlich nur sagen, vielleicht bin ich ein bisschen zynisch, was das angeht, aber für mich fühlt es sich so an, als wäre Cyberpunk jetzt quasi eher so der erste Schritt in eine Plattform, ein größeres Universum quasi. Du hast jetzt die Story von V, die im Übrigen immer noch interessant war. Die Story und die Charaktere waren bei weitem das Beste an diesem Spiel, ehrlich gesagt. Zumindest die Charaktere, die Story. Das, was wir bekommen haben, war nicht so schlecht, finde ich zumindest. War's auch nicht, es ist ein solides Spiel. Ich würde auch sagen, in den Konsolen, wo es halt funktioniert hat, ich fühle mich jetzt auch nicht quasi betrogen um meine 70 Euro, weil es halt trotzdem eine spannende und gute Story war und auch Spaß gemacht hat. Aber halt das Spiel mehr als unter seinen eigenen Erwartungen im Grunde genommen. Allein schon, was der Rollenspielfaktor angeht und die Möglichkeiten, weil wir ja heutigen Sendung auch beim Thema Story wären in dem Fall, was die Geschichte angeht. Es gab kaum Entscheidungsmöglichkeiten. Doch, es gab schon viele Enden, aber zum Beispiel der Anfang mit, wie heißt du nochmal? Jackie, meinst du? Ist einfach Betrug. Es wurde damals in den Trailern, beziehungsweise damals, als die Spielvorstellung war, gesagt, es ist ein mögliches Ende, was gerade zu sehen ist, dass er verstirbt mit dem Auto. Pustekuchen. Das ist das Einzige, was wir bekommen haben, ja. Nee, die Sache ist im Endeffekt halt, mich würde es nicht mal so stören, aber die logische Erwartungshaltung war, wir wissen, Cyberpunk war ein Rollenspielsystem und wir wissen... Jetzt ein Actionspiel eigentlich nur noch gefühlt. Es war eine moderne Adaption und es war im Endeffekt, CD Projekt Red hat uns alles versprochen. Alles, was wir uns jemals hätten von einem Spiel vorstellen können. Und ich habe mich halt angeln lassen von diesem Hype, bin ich ganz ehrlich. Wir haben gefühlt nur noch auf Optik gesetzt zum Ende hin. Ja, mehr war es eigentlich nicht. Dann wurde dann irgendwann gesagt, Raytracing und guckt euch das an, guckt euch das. Und natürlich, diese Stadt ist wunderschön, aber es ist halt irgendwie ein marodes Grundsystem, weil man immer bemerkt, da wurde was rausgecuttet, da hätte mehr sein können, da hätte ich gerne die Story wirklich irgendwie beeinflusst. Es ist halt, es gibt immer noch faszinierende Momente, wie mit dieser einen Person, die, glaube ich, quasi zum
Tod verurteilt ist, die dann quasi so Jesus-mäßig sich kreuzigen lassen möchte. Ich gar nicht gespielt, das ist eine Sidequest, oder wie? Das war eine Sidequest quasi. Das war so eine absurde Sache quasi. Und auch immer noch die grundlegende Prämisse, dass du quasi einen Charakter hast, bei dem du dir niemals sicher bist, bist du jetzt gerade wirklich du selbst oder bist du die andere Person, die mittlerweile einen gewissen Einfluss auf dich. Das ist immer noch eine faszinierende Idee, wirklich. Ja, ich würde halt auch nochmal ich würde vielleicht nochmal auf die Welt eingehen. Und zwar, da finde ich es ja auch so schade, weil das Spiel irgendwie gefühlt keine Richtung für sich gefunden hat, weil wie gerade schon mal jetzt wegen Rollenspiel, wegen den Möglichkeiten, die man machen kann jetzt in der Story, Entscheidungsmöglichkeiten. Aber Rollenspiele haben ja auch, was Gameplay angeht, natürlich viel, was du in der Welt machen kannst. Ja. Siehe Bethesda, auch wenn die natürlich gut krass dabei sind, aber auch in Dragon Age. Man kann schon viel machen. Und was das angeht, sind sie an nichts rangekommen. Sie haben es nicht geschafft, wirklich die Sandbox-Artigkeit von einer Stadt mit der Freiheit von einem GTA umzusetzen, was halt nur so lala war und gleich, wo man sich auch wirklich unterhalten lassen kann von der Welt. Man kann da ins Kino gehen, man kann an Spielautomaten gehen, man kann all möglichen Sachen machen. Die Welt lebt halt schon mehr in GTA, sag ich mal, auch wenn ich es jetzt nicht mehr so viel gespielt habe. Und ja, in einem Rollenspiel kannst du halt auch viel mehr machen. Und das, sie haben es in beiden Hinsichten nicht irgendwie für sich gefunden, eine Waage oder sonstiges. 30% Character-Building von den möglichen 100, die uns versprochen worden sind. Und die Welt, es war, das Schlimmste ist halt, man hat überall Spielautomaten gesehen, man hat das gesehen. Man hat halt richtig teilweise diese ganzen chinesischen, asiatischen Spiele gesehen quasi. Es war da, ja. Und man hat die immer wieder gezeigt bekommen, weil so viele Missionen in dieser Chinatown und so waren. Man hat trotzdem niemals daran teilhaben können. Und das ist enttäuschend im Endeffekt. Ja, allein schon der Anfang fand ich auch so nett, kurze Anekdote dazu, wo man anfängt und mit Jackie zusammen an dem Essenstand sitzt und einfach selbst diese Spieße essen kann. Und danach kaufst du die, es ist ein kleines Detail, aber danach kaufst du die bloß noch einfach und hast sie im Inventar und kannst sie halt verbrauchen. Und du kannst sie nicht mehr konsumieren. Das ist nicht mehr die Atmosphäre oder so, die dann da aufgebaut wird. Das ist einfach leer. Es ist halt etwas, was ich noch erwähnen möchte. Dieser 3 Jahre Cut zwischen, du fängst an, kommst nach Night City, du erlebst gefühlt einen Zeitsprung mit Jackie, du siehst halt diese Montage quasi. Das ist immer noch so enttäuschend, ehrlich gesagt. Ja, das ist gleich zusammengerafft worden mit einem der Charaktere, wo man noch am ehesten connecten konnte eigentlich. Ich habe sogar mit Jackie connect. Ich mag diesen Charakter so. Aber es ist halt absurd. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn jemand sagt, ich soll diesen Charakter mögen, aber ich tue es nicht. Ich habe keine Zeit mit ihm verbracht. Er war mir halt einfach sympathisch, deswegen kann ich sagen, okay, mich hat das alles getroffen, mir war es nicht egal. Aber wenn jetzt jemand sagt, mir war es egal, dass Jackie gestorben ist, ich kann es halt nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und dass allein die Chance besteht, mit dieser Person nicht zu connecten, das ist schon ein reiner Fehlschlag, ehrlich gesagt. Ja, also ich fände ja auch sowieso interessant, was Cyberpunk angeht, noch mit den ganzen psychischen Dilemma, die da auch einhergehen. Klar, es gab viele coole Sachen, aber vielleicht hast du, sag ich mal, ein besseres Beispiel, was viele Themen im Cyberpunk-Universum besser beschäftigt. Tatsächlich, ich habe ja bereits erwähnt, mein Spiel hat mich in eine Embryonalzerstellung zurückgelassen. Es ist auch ein Cyberpunk-Spiel oder in einem ähnlichen Universum, was sich eher beschäftigt mit der weniger glamourösen Seite des Cyberpunks quasi. 2077 war ja schon Explosionen, Maschinengewehre. Während mein Spiel eher so ein bescheidener Versuch von einer Darstellung eines normalen Lebens fast schon war, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal bei deinem Spiel rein und gucken mal, ja, wie Cyberpunk einen doch auch berühren kann. Wenn ihr so wie ich seid, dann zieht das Gaming-Jahr 2022 ein wenig an euch vorbei. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder großartige Spiele, aber ich sehne mich irgendwie nach dem gewissen Etwas. Ihr wisst schon, das besondere Etwas, wegen dem uns bei einer Gruselgeschichte plötzlich ein eiskalter Schauer über den Rücken läuft. Das besondere Etwas, wegen dem wir bei einem Witz herzhaft lachen und für einen Moment alle unsere Sorgen vergessen. Es sehnt sich mir nach dem besonderen Etwas und der Release-Katalog des Jahres 2022 konnte es mir genauso wenig bieten wie der des Jahres 2020 und 2021. Wann immer ich über Videospiel-Stories mit dem gewissen Etwas nachdenke, zwingt sich Disco Elysium förmlich in meinen Kopf und mich ergreift eine mit jeder Faser meines Körpers resonierende Melancholie. Es sehnt sich mir danach, über dieses Spiel zu sprechen, meine Gedanken und Gefühle zu verewigen und gleichzeitig glaube ich doch, dass ich niemals akkurat in Worte fassen kann, wie besonders ein Spiel sein muss, um so ein starkes Verlangen nach mehr in mir auszulösen. Doch auch ich muss mir die Realität eingestehen und muss akzeptieren, dass die trostlosen Straßen River Shoals keine Geheimnisse mehr verbergen. Ihre Mysterien sind mir offengelegt, ihre Gesichter bekannt und allein ich bleibe mich nach einem weiteren Tequila Sunset sehen zurück.
Auf der Suche nach einem Heilmittel für Herzschmerz erweitere ich also meinen Horizont und stoße dabei auf Citizen Sleeper, ein Visual Novel, welches häufig mit dem Objekt meiner Begierde verglichen worden ist. Ich persönlich verstehe diese Art von Vergleich nur auf einer oberflächlichen Ebene, aber ich glaube auch, dass der Menschheit das Verlangen inhärent ist, Dinge zu verstehen. Und ein Weg, um dies zu tun, ist es, das Bekannte mit dem Unbekannten zu vergleichen. Sowohl Disco Elysium als auch Citizen Sleeper beginnen mit allumfassender Dunkelheit. Während Raphael Ambrosius Cousteau sich in einem Scherbenhaufen seines eigenen Schaffens befindet und die Gelegenheit bekommt, sein Leben zu einem wunderbaren Mosaik zu restrukturieren, befindet unser Protagonist, der Sleeper, sich in einem klaustrophobischen Container und erwacht auf einer maroden Raumstation, die ihm keine Zukunft bieten kann. Wenn wir an dieser Stelle nun eine Geschichte über einen Underdog erwarten, welcher die traditionelle Heldenreise antritt, dann werden wir schrecklich enttäuscht. Stattdessen sehen wir uns mit der Lebensrealität eines Androiden konfrontiert, der mit jeder weiteren Sekunde zerfällt und auf einer Raumstation voller deplatzierter Herumtreiber noch immer einen Fremdkörper darstellt. Schläfer wie unser Protagonist werden erschaffen, indem ein Mensch seine körperliche Autonomie an eine Korporation verkauft. Diese nehmen die Person daraufhin, versetzen sie in einen Kryoschlaf und transplantieren die Erinnerung in einen Roboter. Und trotzdem hat diese Art der Existenz etwas Befremdliches, denn jeder Schläfer verspürt eine Verzögerung zwischen Gedanken und Gefühl, zwischen Tatendrang und Tat und wird dadurch beständig daran erinnert, dass ihr jetziger Körper nicht wirklich ihnen gehört, dass sie nicht mehr darstellen als eine Ressource der Kooperation dieser Welt. Schläfer träumen von Erinnerungen, die fremd und dennoch ihre eigenen sind und fragen sich als lebendig gewordenes Schiff des Theseus, was es bedeutet, eine eigene Person zu sein, was es bedeutet, einen Körper zu besitzen, der ohne jeglichen Zweifel zu einem selbst gehört. Ich muss zugeben, in gewisser Weise ist Citizen Sleeper eine unorthodoxe Wahl, wenn es darum geht, über Videospiel-Stories zu sprechen. Denn im Gegensatz zu anderen Spielen besteht die Handlung nicht aus einem roten Faden, sondern aus vereinzelten Strängen, die man zu einem Faden zusammenführen kann. Wie erzähle ich also von einer Geschichte, die ein jeder anders erleben würde, die ein jeder anders erzählen würde? Ich habe mich dazu entschieden, über die zwei Momente zu sprechen, welche für mich die Narrative Citizen Sleepers ausmachen. Der erste Moment ist ganz am Anfang des Spiels, kurz nachdem wir vom Mechaniker Dragos geweckt worden sind. Ihr müsst wissen, Dragos ist Pragmatiker, hat uns geweckt, weil er dringend Hilfe benötigt. Und da wir als Ressource der S&R Corporation ohne Stabilisatoren zerfallen, entschließen wir uns dazu, ihm zu helfen. Als Dank vermacht er uns einen Container, ein wenig größer als derjenige, in dem wir auf der Raumstation angekommen sind. In einer Sicherheitsdecke gehüllt, denken wir über die Zukunft nach, weil Gedankenspiele es uns einfacher machen, die Kälte und das penetrante Surren des elektrischen Ofens auszublenden. Wir stellen uns eine äußerst naheliegende Frage. Was genau erhoffen wir uns überhaupt von dieser Existenz und bekommen drei Antwortmöglichkeiten? Eine Flucht vor den Corpo-Konglomeraten, Antworten auf unsere Fragen oder die Hoffnung auf ein neues Leben? Schwierige Entscheidung, oder? Nach einem Moment der stillen Kontemplation entschied ich mich dafür, meinem zweiten Leben der Suche nach Erkenntnis zu widmen. Ich wollte verstehen, warum ein Mensch sich zu einem Sklaven machen würde, wollte verstehen, warum man mir meine Individualität einfach so rauben konnte. Und ich wollte verstehen, warum noch niemand die S&R Corporation niedergebrannt hatte. Fragen, so viele Fragen, auf die ich niemals eine Antwort bekommen würde. Citizen Sleeper ist die Antithese zu jeder Heldennarrative, die von Genregeschwistern wie Cyberpunk 2077 gesponnen wird. In dieser Zukunft geht es nicht um radikalisierte Rockerboys oder um von Fortuna favorisierten Freidenkern, die eigenhändig eine Revolution anführen, sondern um überarbeitete Mechaniker, die verzweifelt versuchen, ihre Arbeit vor dem Ende der Deadline zu erledigen, um gesprächige Barkeeper, die unter der Hand Rationen verkaufen, um über Wasser zu bleiben, um Glücksspieler, die all ihre Hoffnungen in das nächste Blatt legen, um Leute wie dich und mich eben.
Citizen Sleeper entledigt sich somit geschickt der neoliberalen Idee der Genregeschwister, die propagieren, dass eine jede Person seines eigenen Glückes Schmied ist und die Welt nur auf die richtigen Individuen wartet, um verändert zu werden. Die meisten Darstellungen unserer Zukunft nehmen entweder eine utopische oder dystopische Form an. Doch die narrative Citizen Sleepers hat kein Interesse an prätentiösen Prophezeiungen und verschreibt sich stattdessen den Geschichten der Raumstation, welche im Hier und Jetzt stattfinden. Ein Leben lang zu arbeiten, um seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Existenzängste, weil man fürchtet, am morgigen Tag kein Dach mehr über dem Kopf zu haben. Die Narben eines vergangenen Lebens, die einen beständig daran erinnern, was hätte sein können. Es geht um Themen, die sich in unserem Hier und Jetzt abspielen und die in keiner prognostizierten Zukunft an Aktualität verlieren. Wir werden niemals erfahren, warum unser vergangenes Ich unsere Zukunft verkauft hat. Aber wir können trotz allem um das Hier und Jetzt kämpfen, weil es das Einzige ist, was uns übrig bleibt. Der zweite Moment, über den ich sprechen möchte, spielt sich ab, nachdem ich eine verlassene Wohnung restauriert habe. Tagelang hatte ich Berge an Schrott verarbeitet, um endlich dem Container entfliehen zu können. Und jetzt, wo ich fertig war, war ich umgeben von vier Wänden, die ich wirklich mein eigen nennen konnte. Nur um dann mit der schrecklichen Realität konfrontiert zu werden, dass all meine Arbeit umsonst war, weil die Wohnung nicht wirklich mir gehörte. Ein schwarzer Kater tapst durch mein Zuhause, als wäre seine Präsenz etwas Selbstverständliches, und springt auf einer Arbeitsfläche, um aus dem Fenster zu schauen. Ich bin soeben von Hausbesitzer zu Hausbesetzer geworden, doch dies hindert den Kater und mich nicht daran, einen Moment der Zweisamkeit zu teilen. Gemeinsam schauen wir aus dem Fenster, ohne die Präsenz des anderen anzuerkennen, denn wir beide präferieren es, einfach zu existieren und einen Moment mit den Leuten um uns herum zu teilen. Gemeinsam die Sterne und abhebenden Raumschiffe zu betrachten ist genug. Die Szene endet, indem der Kater gehend herunterhüpft, sich an meinen Beinen reibt und geht. Seitdem ich auf der Raumstation angekommen war, glich jeder Tag einem Kampf. Tagelang nicht zu essen war zur Norm geworden. Mich in einem Container zu verkriechen, war zur Norm geworden. Die misstrauischen Blicke der hiesigen Einwohner, welche einer Maschine wie mir einfach nicht trauen konnten, waren zur Norm geworden. Und trotzdem ließ mich dieser Moment, als ich die Sterne nicht mehr allein betrachtete, für einen Augenblick vergessen, was ich durchgemacht hatte. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich dem Protagonisten von Citizen Sleeper die Möglichkeit abgesprochen habe, den Scherbenhaufen seines Lebens zu einem wunderbaren Mosaik zusammensetzen zu können. Egal was er tut, er wird niemals dem Schicksal geplanter Obsolenz entkommen. Seine Tage sind gezählt. An einem Ort wie diesem, umgeben von Fremden, verdammt zu einem tragischen Schicksal, wäre es so einfach zu verzweifeln. Eine Sache gibt es jedoch, eine klitzekleine Sache, wegen der wir nicht der Hoffnungslosigkeit verfallen. Möglicherweise sind wir gestrandet am Rande des uns bekannten Universums, gefangen auf einer maroden Raumstation, die mit jeder fortlaufenden Sekunde völlig zerfallen und uns zu einem verfrühten Tode verurteilen könnte. Doch an einem hoffnungslosen Ort wie diesem arbeiten wir alle im selben Team. Unser Sleeper trägt ein Kreuz, ein gewaltiges sogar, aber es ist eben doch nur eines von vielen und wir sind von Leuten umgeben, die genauso leiden und genauso zum Tode verurteilt sind wie wir. Yakuza-Vollstrecker und Polizisten werden uns gleichermaßen die Hand reichen und so wie wir uns die Hand reichen lassen müssen, werden wir trotz aller Zweifel und unserer begrenzten Zeit unsere Hand all denjenigen reichen, die unsere Hilfe brauchen. Und manchmal kriegen wir für all unsere Anstrengungen nicht mehr als einen flüchtigen Moment mit einem Fremden. Und doch geht es uns nicht um die Belohnung, sondern um das Wissen, dass die Menschheit auch noch dann gut ist, wenn ihr die Welt genügend Gründe liefert, um es nicht mehr zu sein. Ja, hallo und willkommen zurück. Natürlich jetzt etwas weg von den ernsteren Themen und dem Cyberpunk-Universum zu einem neuen Format. Celine sagt mit Celine. Hallo. Genau, das ist Celine. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal das Format Celine zockt mit Leben rufen, weil
Ja, Celine hat eigentlich kaum bis gar keinen Kontakt mit Games und wir finden es relativ lustig, mal zu sehen, was dabei so zustande kommt. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, wir starten gleich rein. Genau. Und können wir das Spiel fortsetzen? Das Spiel, um das es sich jetzt handelt, heißt Destroy All Humans, ist gerade rausgekommen. Nee, der zweite Teil ist vor kurzem rausgekommen, der erste Teil ist schon knapp. Können wir ganz kurz, das hat mich rausgeschnitten. Eine Clip der Bang. Lieber Zuschauer, Celine hat Probleme mit einem Lutschi-Bong, wie sie es genannt hat. Wir müssen ihr noch einen Moment geben. Wir schalten extra mit der Kamera auf. Es lädt eh noch. Kein Problem, Ladebildschirm, da kann alles passieren. Ich habe ja schon Hausaufgaben zwischendurch. Seht ihr? Dahinter glaube ich nichts mehr, oder? Aber es klebt voll auf meinen Zahn. Hm, das war ganz gut. Das ist alles gut, was man wohl die Zahnstoffe besorgt. 346 Minuten später. Das lädt, Celine. Mann, das dauert. Ja, da wird geschnitten. Das ist ein sehr gut animierter Robben. Robben? Das ist doch kein Robben. Unser Gerd zum Getreide-Experte. Ja, das war definitiv kein Robben. Nee. Genau, ja, wenn du jetzt rumläufst, du kannst mit... Oh. Du hast eine Kuh in die Luft gesprengt. Eine Kuh? Ja. Oh, da war eine Kuh. Grüne Kuh. Oh, das tut mir leid. Aber geh mal ein bisschen langsamer an den Rand, versuch die nicht gleich zu töten. Nicht? Nee, du sollst nämlich die Kuh scannen. Du musst links an die Rand. Genau, und dann drück mal Y. Dann kannst du nämlich die Gedanken der Kuh lesen. Nee. Gesundes grünes Leuchten. Diese Narren. Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt. Die müssen getötet werden. Ja, machen wir so eben. Nein! Oh Gott. Nicht? Da steht dann in der Mission, du musst einen Forscher mit einer explodierenden Kuh töten. Ach so. Nach nur wenige Minuten später. Stellt euch. Ja, das Auto guckt voll fröhlich links. Autos haben Blicke. Wann die Cars geguckt? Ey! Cars ist auch immer so ein komischer Film, ehrlich gesagt. Ne? Ich frag mich sowieso, wie die Autos hier im Stand halten. Ja, aber das ist generell ein Disney-Film, das willst du alles irgendwie Sachen zusammenrollen. Sprechende Autos, die. Es gibt ja die krasse Theorie, dass das irgendwann postapokalyptisch nach der Zeit der Menschen spielt. Also ist es quasi die Menschen so vorangestellt, dass sie intelligente Autos gemacht haben? Genau, Terminator mit Autos, die wurden ja, ja, nee, die haben sich wohl selbst irgendwie ausgelöscht, glaube ich. Aber ja, die Autos sind sozusagen die nächste Generation. So, da sind Menschen, da sind Kühe, die schnappe ich mir jetzt. Die machst du fertig. Nein, nein. So. Nein. Ich meine Mu. Mu. Du musst dann echt ein Palpatine-Cosplay sein. Ja. Ich? Auf jeden Fall mit Blitzball ist es zu. Wir müssen sie auf jeden Fall gleich nochmal einfach auf die Leute loslassen. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. Ja, hier sind auch. Oh Gott. Du kannst dich da nicht nur im Kreis drehen, wenn was nicht funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, nicht einfach nur im Kreis drehen. Da sind Autos. Kannst du mit Y. Achso. Wenn du Autos siehst, einfach, da unter dir rechts auch eins. Du musst einfach so. Ja, wo denn? Unter dir jetzt Y. Da. Links, gucken, Y drücken. Ja, aufgeladen. Und nochmal Y. Ja, ja, immer wieder. Scheiße. Blau die Energie. Jetzt da kaputt ist, kannst du das Auto vor dir nehmen. Oh. Scheiße, warte, wo? Da, aber ich werde angegriffen. Ja, du musst bloß immer heilen und schießen. Genau, den Panzer kannst du auch Energie klauen. Hallo. 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 Oh, der gibt ja richtig Energie. Ja, Mann! 7.59 Uhr morgens. Das ist nicht so. Da, warte. New. Kommt her. Wir haben ja keine Soundeffekte im Spiel. Wir haben eigentlich Celine. New. New. Und runter mit dir. Und hoch und runter. Befriedigend, ja. Die Witzel sind richtig Gamer, wenn sie sich da vorne legen. Man merkt, es ist dann immer serious business. Komm her. Nee, und fuck. Oh
Auf einmal eskaliert sie völlig durch. Ganze Militär. Celine ist der Militärschreck. Die lachen gerade. Celine mag brennende Kringel. Oh, nee, Auto. Oh, du kannst sogar Energie klauen, wenn du es unter dir hast. Erstmal eine Erfolgfrage schon. Ah, ist das schön. Yes, danke, danke. Hui. Jetzt kommt sie im Genuss von dem Traktorstrahl. Hallo? Ja, du hast den Baum weggelesen. Ja, Baum, Natur, ist nicht mit Geld. Ist ja nicht, wie wer braucht nicht? Jetzt müssen wir langsam raus. Jetzt müsst ihr raus, wartet. Die Waffen viel. Wartet, sie möchte nochmal einen Zirkel drehen. Nee. Mit mehr Waffenvielfalt später ist das wirklich viel schöner. Da kannst du Zerstörungsorgien feiern, das ist. Okay. Da hätten wir. Willst du vielleicht das Start drücken oder irgendwas, dass du nicht abgeschossen wirst? Ist okay, lass dich abschießen. Nein, so. Ich habe gewonnen, ich habe die Macht. Dein Fazit zu diesem Spiel? Es macht Spaß. Macht Spaß. Also, solange ich Menschen abfeuern kann und Häuser, macht Spaß. Ärger von jemandem, der neu anfängt zu spielen, das ist, wenn ich Menschen abschießen kann, macht Spaß. Das macht nicht aggressiv. Nein, da haben wir keine psychologischen Probleme. Ich überzeuge, dass das natürlich nicht auf die Realität. Nein, nein, ich weiß nicht, wenn du es hinkriegst, mit so einer Untertasse rumzufliegen in Magdeburg, das wäre schon beeindruckt. Das ist auf jeden Fall beeindruckt, ja. Ja, macht Spaß. Aber wie gesagt, später hast du viel mehr Möglichkeiten eigentlich in dem Spiel. Da hast du nicht nur einen Traktorstrahl und einen Laser, sondern da kannst du, oh Gott, gibt super viel, was kann man da noch später machen? Es gibt auch für den Typen selbst gibt es auch noch einen Hitzestrahl und sowas. Und oh, ja. Ich glaube, man kann Leute auch in Kühe verwandeln. Irgendwas geht auch. Das hätte ich machen müssen. Das ist sehr viel später. Ich bin natürlich viel später. Hier eine Testerin. Ich mache erstmal das simple Zeug. Ja, aber das wird sich bessern. In den nächsten Folgen wird es besser. Okay. Na gut, Wollen wir, oder? Ja, möchtest du oder ich? Oh Gott. Schnick, schnack, schnuck. Ah, ich hab gewonnen, du musst. Okay. Also damit werde ich wohl die Folge verabschieden. Ja, es hat uns natürlich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und bei unserer ersten Folge vor allem mit Celine zockt am Ende. Wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschaltet und ja, dann tschüss. Hätten wir. Ciao. Ciao. Ich bin schon scharf. Du hast ein bisschen mehr getan als das. Oh Mann. Das war. Nee. Das ist perfekt, das ist perfekt. Und so beendeten die beiden die heutige Sendung und mahnten zum Abonnieren, denn wenn nicht, würde ein böser Wolf die Zuschauer heimsuchen und all ihre Grafikkarten verschlingen. Sie erfreuten sich schon an den Gedanken der nächsten Sendung und zockten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Hier könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren und da das letzte Video sehen.